herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny Exit Projekt. So, beim letzten Mal waren wir hier unten und wollten jetzt da unten rein kraxeln und ein bisschen Sachen farmen gehen. Ich weiß nicht, was du hier willst. Ich könnte dich ausleuchten und einfach kaputt machen. Ich glaube, ich mache dich. Was? Okay, die bringen, machen mir keinen Schaden, beziehungsweise macht keine Vergiftung, verdammt. Der hätte ich doch mal behalten können. Aber geht's nicht nach unten? Sicher? Verdammt. So, bei den Dingern gibt es jetzt einen kleinen Trick. Wir können erstmal die Dinger hier abfarmen. Und bei so solchen Dingern können wir das ganz leicht umgehen, wenn wir einfach immer drauf gucken. Also ich wollte hier eigentlich gucken, ob ich die mit der Axt abbauen kann. Und hier hinter immer gucken, ob die Spawner und Truhen sind. Hier gibt es nämlich viele Bücher. Und apropos Platz. Warum nehme ich nicht einfach mal verdammten Rucksack mit? Und hier hinter muss doch irgendwas sein. Sonst würden da nicht so viele Spinnen mal kommen. War ja schon wieder so eine kleine Mini-Pissspinne. Oh ja, ich muss mein Handy aufladen. Sagt er mich schon zum 10.000 Mal, Leute. Dass immer so schnell alle geht. Ist nämlich kaputt, das Handy. So, wir nehmen mal hier zwei Taschen mit. Doschkis. Dann sollten auch, glaube ich, dann hier die Truhen mitnehmen oder sowas. Irgendwie habe ich irgendwie ein Billig-Sword, Alter, was ich hier so verballern kann. Moonshine-Riftblade? Nö, habe ich nicht. Muss ich mal so ein Billigschwert machen hier. 5 habe ich gerade hier. Ich glaube, das braucht auch nur 5. Oder 6. Ich mache mal gleich zwei normale Eisenschwerter. Einfach nur aus Jux und Dollerei. So, eins lassen wir hier. Den anderen nehmen wir mit. Die lassen wir hier. Die brauche ich gerade nicht so viel. Da reicht, wenn ich eine Schaufel mitnehme, eine Axt reicht mir. Den Schein nehme ich mit. Den lasse ich hier. Und ein paar Fackeln sollte ich machen. 32 Stück. Zack. Gut, ab rein damit. Aber wir sollten, können auch pennen gehen. Vorher noch. Das wäre, glaube ich, auch noch Tatsache sinnvoll. Weil ich bin ja sowieso. Warum bin ich jetzt draußen gespawnt? Hättest auch da spawnen können. Glaubt, sagst der Taum. So, zu essen sollten wir eigentlich reichen, dass das reicht. Guck, 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 guck. Wie kann hier eine Spinne spawnen, Mann? Das ist doch hier voll die Verarsche. So, die nehme ich mit. Und die wollte ich hier einfach so ein bisschen mitnehmen, weil ich die immer brauche. Aber erstmal laufen wir mal hier durch. Und schauen. Oh, warte mal. Dich tausche ich damit. Dann kann ich zum Beispiel sowas hier einfach ganz schnell umgehen und mache einfach so, zack. Zack, zack. So, hier werden Mimics bei sein, oder? Da ist eine Mimik und da ist eine Mimik. Aber das sind, glaube ich, einfache Mimics. Ja, die eine hat sich auch nicht bewegt. So, komm schon. Was haben wir hier drin? Bücher, Feather Falling, Smite. Efficiency. Infinity, geil. Infinity ist für den Bogen immer Hammer. So, und hier hinter muss auch was sein. Da ist es auch. Bane, Fire Spec, Bubble, Sattel, Unbreaking und Flame sind für Bogen immer gut. Und auch gleich die Kiste hier mitnehmen. Zack, spawnen lassen. Dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen, obwohl ich die Spinnenfäden eigentlich später mitnehmen wollte. Egal. Nehmen wir sie jetzt mit. Brauche ich nämlich noch für große Big Packs. Dazu muss ich zwar ja noch ein paar Zombies oder so killen. Alter! What? Die sterben. Ich glaube, wir sollten doch erst durchgehen. Hier sind so komische Rüstungen. Na, wo ist er? Hier ist so ein Spawner, ich wusste es. Lalalalala. Boah, Junge. Was ist hier drinnen? Oh, ich muss mal wieder ausleeren. Lalalalala. Was hat das denn? Fuhrpelt? Muss ja mal gucken, was das bringt. Manchmal habe ich... Junge. Geht einfach mal sterben. So, mal gucken, hier hinter ist bestimmt... Oh, hier ist kein Spawner. Also da sind meist immer Spawner hinter. Da hinten kommt er auch schon wieder. Wie kann der da einfach so durchrennen? Weil der macht mir kaum Schaden. Ich dachte, der macht jetzt so einen übelsten Schaden hier. Spawner. So, Rüstung. Du unsichtbare Rüstung, du gehst jetzt erstmal drauf hier. Weil ich keinen Bock habe auf dich.
Boah, hier muss ein Spawner sein. Und erlogen, hier muss ein Spawner sein. Kann ich weiß nicht, dass hier schon wieder zwei kommen. Wo ist er? Er ist alles Spawner. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Meine Güte, willst du mich veräppeln? Dann musst du doch hier irgendwo sein, das ist alles Spawner. Da ist er auch. Da gehe ich gleich rein. So, mal gucken, ob hier irgendein... Junge! Ist doch nicht dein Ernst? La 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 la. So. Hinter ist nix. Aber hier wird irgendwas sein. Irgendwo. Dann geht's da draus. Beziehungsweise in den anderen Raum wieder rein. Da können wir auch so schnell einmal rumgehen. Hier sind noch ein paar Mimics. Aber hier. Junge! Ich wollte doch nicht die Mimics direkt angreifen. Nein! So, direkt die Kiste abbauen. Damit ich weiß, dass ich hier nicht mehr hin muss. Okay, was war das? Flame wieder 1, Flame Thrones und Power 3. Ja, die müssen alle verzaubern, dass ich auch riesen fette Bücher kriege. Da muss ich auch irgendwann Levels farmen gehen dafür. Deswegen auch die ganzen Farmen, die ich habe. Na, ist eine Mimik. So, wo ist er? Also. Einmal. Eine Kommandopage und ein Silk Touch. Nice, brauche ich nicht zaubern. Brauche ich nur auf den Ambus gehen. Da welches? Da ist es. Mimik. Silk Touch nochmal. Nice. So, direkt mitnehmen. Da ist jetzt auch noch was hinter. Oh, guck mal hier. Geil. Punch 1. Knockback. Shiny Bubble. Punch. Müssen alles mitnehmen. Wo wir keinen Platz mehr haben, müssen wir nochmal losgehen. Weil viele Bücher sind. Aber auf jeden Fall ein, zwei Truhen mehr. Deswegen habe ich auch die Truhe mitgenommen. So, den Rest tun wir jetzt erstmal neu. Alter, Minotauren. Oh, Alter, gibt's noch einen Spawner oder was? Noch zwei auf einmal. Lug und Betrug. An die Macht. Junge. Junge. Na, wo ist er? Da hinten wird er sein. Ja, da wird er auf jeden Fall sein. Das, guck mal, das kommt jetzt... Alter. Ist klar. Er wird doch hier sein. Da ist er doch auch irgendwo. Nee, da kommt noch... Yes! So, du gehst erstmal drauf. Da geht der nächste hier drauf. Zack, 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 zack. Alter, der hat auch ein bisschen mehr. Der hat aber irgendeine Fähigkeit drauf. Du spuckst doch jetzt irgendwann was drauf. Großes aus. Hier ist er nicht. Wo ist alles Spawner? Da war er. Nein, die Rüstungen sind etwas stärker. Ne, Hauptsache das Bein zwischen den Schwertern haben. Es geht drauf. So. Bald mal da schön Spinnfeen stecken. Dankeschön. Mal schauen hier, da ist ein Durchgang, da ist nix, da ist nix. Da war auch nix. Da war ich ja gerade wegen der Truhe. Hier müsste auch noch was sein, oder? Da ist nix. Ja, ist klar, hier ist noch ein Spawner. Hier ist er nicht. Wo ist er? Da ist er nicht. Nee, wo ist der Spawner? Muss da irgendwo noch einer sein. Hier ist eine Mimik. Oh, hier ist auch noch eine Mimik. Die wollte ich eigentlich öffnen. Ja, das Problem ist, wenn ihr die öffnet, dann hauen die euch. Und das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, ich brauche den eher weniger noch. Was hat der denn gedroppt? Oh, geil. Eine Axt hier am Viking und... Nice. Feather Falling, Knockback, Efficiency und Goldapfel. Nice. Kann man alles gebrauchen. Dann räumen wir das Ding mal eben hier leer. Mimik! Attacke! Ist auch noch eine? Ja.
So. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auch von oben mitnehmen sollte. Reicht, glaube ich, auch nicht mehr die Zeit so ganz, so das Ding hier komplett leer zu machen. Aber wir versuchen es. Alle Spinnfäden mitnehmen, die ich hier finden kann. Ich glaube, ich muss auch noch mal ein zweites Mal rausgehen, ja. Oh, was war das hier? Sharpness. Sponsor Lalalalalala. So, warte mal, machen wir hier einen Durchgang, dann setzen wir noch eine Fackel hin. Ach, hier oben waren ja auch noch Spinnennetze, genau. Nehmen wir es einfach mit. Lalalalala. So, der Raum ist fertig. Alter, steht jetzt auch noch dunkel. Okay, hier war ich schon. Okay, war doch nicht so viel dunkel mehr. Dann ist das auch nicht so viel gewesen. Efficiency Punch. Alter, ist das Ding voll. Was passt hier noch eigentlich hier rein? Passt noch irgendwas in den Inventaren rein? Vielleicht hier noch was? Gucken, was wir alles mitkriegen können. Hier sicher nichts mehr, doch da. Unbreaking, Sattel, 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 Unbreaking. So, die kommt auch noch weg. Hier kommt noch eine Fackel dran. So, wer ist eine Mimik? Da ist eine 3 Mimiks, alter Schwede. Egal, wir sind gut. Efficiency, Sharpness, Infinity. Ein Eimer noch. Gucken, was wir noch unterkriegen hier. Ne, hier ist nichts mehr auf jeden Fall, aber hier noch. Oh, warte mal, hier eine Truhe kriege ich noch unter. So, die kriege ich auch noch weg. Dann habe ich das auf jeden Fall hier auch schon mal in Ruhe gelassen. Können wir nämlich noch ein bisschen mitnehmen. Lal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 a. Da kriegen wir es doch noch hin. Aber wir müssen auf jeden Fall einmal zurück. Kommen wir nicht drum weg. So, hier sind auch gleich nämlich alle Spinnenfäden weg. Und hier können wir uns ganz gemütlich auch an den Steinen bedienen. Dann gehen wir jetzt direkt auch raus. Hier können wir noch ein paar mitnehmen. Weil hier, diese Steine, die brauche ich auf jeden Fall. Ich finde das immer geil, mit denen zu bauen. Die gefallen mir auch auf jeden Fall. Und so wäre es auch einfacher, die hier direkt rauszunehmen. Stufen sind ja auch noch hier, deswegen alles gut. Hallo Dorino. Warte mal, hier ist doch irgendwo. Da sind die 15 Truhen. So. Dann. Erstmal hier ein bisschen was hinsetzen. An Truhen. Oh, die war jetzt falsch. Und hier können wir auch noch welche hinsetzen. So. Bücherregale hier. Einfach links alles rein. Und rechts alles andere. Bücher, Alter, wie viele Bücher nur. Bücher! So, auch gucken, welche wir sortieren und welche wir schon mal zusammenköpfen können. Das ist natürlich auch immer die lustige Sache. Können wir einmal so machen? Ja, einmal so. Einmal so alle raus. So, und den anderen Müll tun wir da auch links rein. Oh, ich hab mich gerade erschrocken, Creeper. War so grün. So, da kommen nochmal zwei Bücher rein. Und den Rest hier erstmal in die Kapsel. Zack. Eine Runde schlafen, würde ich sagen. Muss ja gleich schon mit der Aufnahme beenden. Das ist natürlich blöd. So. Was fräten und schnell noch da hinten rein. Und noch was rausholen. Ah. Ah, Rüstung. Brauch kein Mensch. Habe ich noch einen Helm? Ja, der Helm reicht noch aus. Schnell, 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 schnell. Bisschen noch leeren da hinten. Wir haben noch Zeit. Alter, warum das Skelett mich jetzt angreift, weiß ich auch nicht. Beziehungsweise warum das hier gestorben ist. Da sind immer noch so Spinnen. Na, 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 na. Da, 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 da. Der hat mich auf jeden Fall verfolgt. Da ist er doch. Ich wusste es doch. Ich habe es auf 500 Kilometer schon gerochen und gehört. So, wie lange haben wir noch? Ein paar Sekündkes. Na, 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 na. So, ah, hier komme ich nicht raus. Will ich jetzt auch nicht. Hier, was ist hier noch drin? Oh. Silk, Touch Efficiency, Blaze, Sharpness, okay.
Alles, was ich in den Büchern finden, brauchen wir nicht craften. Und ich würde sagen, da die Folge jetzt ein bisschen zu weit war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und TP und tschüss.